Hallo, lieber Mann, geschätzter Bruder und liebe Frau, verehrte Schwester. Mein Name ist Dirk Liesenfeld und ich möchte dir gerne einen Einblick geben in unsere schamanische Arbeit. Ich verbrachte schon als Kind und Jugendlicher viel Zeit in den angrenzenden Wäldern. Der Kontakt zur Natur, den Jahreszeiten und ganz speziell das Leben im Wald hat mich schon immer tief berührt und mir ganz viel Halt und Kraft gegeben. Ich nannte es damals natürlich nicht Schamanismus, aber vieles von dem, was ich als Jugendlicher für mich entdeckt habe, in meinem eigenen Forschen, fand ich dann später wieder, als ich mich dann mit dem Schamanismus beschäftigt habe. Die Natur ist voll mit Pflanzen, Tieren und Wesen, die mit dir in Kontakt treten und mit denen du ebenfalls in Verbindung gehen kannst. Und in jeder Berührung steckt die Möglichkeit zu lernen und sich selbst zu finden. Gerade auch den Pflanzen wohnt eine ganz besondere Kraft inne. Diese wieder neu zu erleben durch Fühlen, Riechen und Schmecken, auch das ist Teil des Schamanismus. Viele Inhalte, die ich seit Anfang der 90er Jahre in unseren Seminaren anbiete, stammen noch aus dieser frühen Zeit. Der Schamanismus ist eben keine theoretische Sache. Es ist eine praktische Erfahrungswelt, die man sich in und mit der Natur zu eigen machen kann. Die Natur und du sollten eine Einheit bilden, keine Trennung. Wenn dieses Selbstverständnis fehlt, versiegt nach und nach die Lebenskraft und Freude. Alles wird ein wenig grau. Ja, und damit du dich mit dieser Urkraft wieder verbinden kannst, bieten wir eben unsere schamanischen Seminare an diesem wundervollen Ort mitten in der Natur an. Mitten im wunderschönen Fläming, eine knappe Zugstunde von Berlin entfernt, haben wir einen eigenen Kraftplatz, den wir mit viel Liebe und Freude erschlossen haben. Nach dem Motto, so viel Annehmlichkeit wie nötig, so viel Naturnähe wie möglich. Es gibt Schlafbauten, Zeltplätze im Wald und auf der Wiese, eine warme Außendusche und eine gemütliche Remise zum Kochen oder falls es mal regnen sollte. Ein wundervoller Ort mit einer ganz besonderen, ruhigen Kraft. Ja, und inmitten dieses Waldes befindet sich unsere Erdhütte. Eine der wenigen in Europa und sogar weltweit. Gemeinsam begeben wir uns meist zur Dämmerung hinein. Wir verbinden dieses Ritual auch manchmal mit einer Kakaozeremonie. Das führt oftmals noch mehr in die Tiefe. Im Inneren ist es dunkel, still und warm. Im Schoße der Erde von Mutter Gaia begegnen wir uns selbst, getragen von den Energien und Wesen des Waldes. In mehreren Runden dauert eine Zeremonie bis in die Nacht oder sogar den Morgen hinein. Doch es ist niemals eine Tortur, sondern immer sehr befreiend und kraftspendend. Oh, Great Spirit, Earth, Wind, Fire and Sea, you are inside. Langsam raus, geht ruhig auf allen Vieren und ganz entspannt die Energie mitnehmen. Ja, wie du siehst, ein intensives Ritual. Und damit das so sein kann, sind unsere
Männer, Frauen und auch die gemischten Seminare in kleinen Gruppengrößen. Gerade so groß, dass es die Natur gut mittragen kann. Unsere Seminare sind ja intensiv und kraftvoll, gehen tief, aber sie machen auch ganz viel Freude und bringen ganz viel Kraft für das alltägliche Leben. Fühl dich also eingeladen und folge dem Ruf der Wildnis. Schamanismus lebt vom Einlassen auf die Natur. Gerade der Wald ist ein gewaltiger Kraftspeicher, in dem wir eintauchen und baden dürfen. Allerorten begegnen uns dabei Pflanzen und Tiere. Von ihnen können wir viel lernen, wenn wir uns dafür öffnen. Sei es unter Männern oder Frauen oder gemischt. Miteinander ein paar Tage in dieser Weise zu verbringen, das ist so wohltuend und erholsam. Gemeinsam sitzen, essen und einfach die Seele baumeln lassen und manchmal auch singen. Im schamanischen Miteinander erleben wir wieder, wie wir eine Einheit sein können. Mit der Natur, allen Wesen darin und vor allem mit uns selbst. Ursprüngliches, fast Vergessenes bekommt wieder Bedeutung. Feuer machen, im Wald zu Hause zu sein. Nahrung suchen, finden und essen. Hier liegen unsere tiefsten Wurzeln. Alles ist beseelt und lebendig. Auch im Kontakt mit dem Feuer ist tiefste Erkenntnis und Heilung möglich. Wenn dann die Nacht hereinbricht, nach einem erfüllten Tag im Wald, gemeinsam am Lagerfeuer sitzen. Es gibt kaum Schöneres, was das Leben zu bieten hat. Das Holz knistert, die Nachtigall singt. Der Wind streicht sanft durch die umliegenden Eichenwipfel.
Ja, ich hoffe, dass diese Eindrücke dir Lust gemacht haben auf Schamanismus und Natur. Und vielleicht lernen wir uns hier irgendwann mal kennen. Hab eine gute Zeit, was auch immer du gerade tust, wo auch immer du gerade bist. Lass es dir gut gehen.